Ja, oh, ich bin's, der J-Music Fox. Vielleicht weiß es der ein oder andere von euch bereits. Die Sängerin Asuka Okura, wahrscheinlich besser bekannt unter ihrem Stage-Namen Asuka, kommt nach Deutschland. Sie wird auf der Convention Animagic 2024 in Mannheim auftreten, welche vom 2. bis 4. August stattfindet. Das hat Asuka schon am 27. März auf ihrer Internetseite bekannt gegeben. Ich hab's nur verschlafen. Tickets für die Animagic sind aber noch zu bekommen. Im Übrigen werden auch das für das Maskieren ihrer Gesichter bekannte Sängerinnen-Duo Claris auf der Animagic auftreten. Sowohl bei Asuka als auch bei Claris soll es nicht nur Solokonzertauftritte geben, sondern auch Signiermöglichkeiten. Das wäre vielleicht eine seltene Gelegenheit, diese Stars persönlich zu treffen, allerdings wird vermutlich auch der Andrang entsprechend groß sein. Falls ihr also Interesse habt, dorthin zu gehen und die Auftritte von Asuka oder Claris für euch vielleicht sogar der Hauptgrund sind, die Animagic 2024 zu besuchen, dann wäre es wahrscheinlich schlau, sich frühzeitig zu den Locations zu begeben, wo die Stars, welche ihr unbedingt sehen wollt, auftreten. Denn ein Ticket für die Animagic zu haben, bedeutet nicht, dass ihr eine Garantie habt, einen bestimmten Programmpunkt besuchen zu können. Und wenn ihr euch darauf freut, Asuka zu sehen, aber dann nicht mehr in den Saal reinkommt, weil er schon voll ist, dann wäre das wahrscheinlich sehr enttäuschend. Also seid schlau und informiert euch vorher besser gründlich. Der frühe Trainer fängt das Raupi. Oder so. Falls ihr weitere Videos zum Thema japanische Musik sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ciao!